Graf Reuvens Schatz. Ja, die Quest geht weiter, Leute. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch viel zu tun bekommen. Ja. Geralt Spur untersuchen. Fußspuren. Wow. Werde ich niemals drauf bekommen. Da haben wir noch etwas Interessantes. Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Da haben wir doch schon den richtigen. Wir müssen Licht ins Dunkel bringen. Die Frage ist eigentlich, was geht hier genau ab? Ein paar Bücher noch. Okay. Ansonsten auch hier noch anzünden. Damit schön gemütlich ist. Sieht nach einem Kampf aus hier, wa? Der letzte Wunsch. Ich hoffe, es wird nicht unser letzter Wunsch werden. Tja, dann. Könnte lustig werden. Kuckuck, hier ist jemand. Da rein, wa? Alter, was ist denn hier los? Sieht nicht gerade sehr einladend aus, wenn man so sagen darf. Ein Brief und eine Flasche. Dann lies mal vor. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Tja, wer weiß. Aha! Löse jetzt das Mist. Okay. Mach ein bisschen heller hier, wenn es geht. Dankeschön. Zack. So, ein gutes Rätsel für uns, wa? Wenn wir ganz kurz einmal lesen, was da stand. Mysteriöse Notiz ist eigentlich Questgegenstand, wa? Geleitbrief, okay, na ne, gut, lassen wir das mal. Hallo, wo ist jetzt hin? Liebe R. Rittersporn, wa? Der Wann ist am Geburtstag, einfach verzügler, verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, dann bring die Flasche dahin, wo sie herkommt. Ja, tolles Rätsel. Und jetzt? Das hilft mir trotzdem nicht weiter, wo ich es überhaupt hinbringen soll. Das ist scheinbar irgendwas. Ja, gut, das ist eine versteckte Wand. Die geht nachher auf, vermute ich. Aber, ja, natürlich, oder? Freunde, das könnte wehtun. Ah, das sind, Alter, das schon, naja, das wäre halt im Sinne von, Dinge, die hier aus der Seite rausschießen, versteht ihr, die mir nachher zerquetschen würden. Aber hier ist eine Weinflasche. Mensch. Hab ich gar nicht gesehen. ...1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Oh Mann, ich dachte schon, ich hätte hier noch erstochen dabei. Ist nur sowas. Naja. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Fleck geplant. Wövernöl. Ein Fleck. Wövernöl. Ja, hatten wir schon mal. Kannst du bitte das auf... Aha, untersuchen bloß. Gut. Die wilde Jagd. Oh, das kann doch interessant sein. Tja. Brief von Dodu. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn.
Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Nee, das ist ja ganz ziemlich scheiße. Es regnet immer noch. Ich habe gerade ein Schwert bekommen. Das ist auch nie ein gutes Zeichen. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Okay, dann wollen wir mal sagen, Leute, ganz kurz gucken, was wir für ein Schwert bekommen haben. Alter Schwede, meisterlich gefertigtes Silberschwert. Willst du mich verkohlen? Boah, oh Gott, minus 4, aber das ist was anderes. Plus 89 Damage. Alter, scheiße. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Da kannst du auch einsetzen. Yo, geil. Jetzt kann kommen, wer will. Wir sind bereit. Geralt von Riva stellt sich jeder Gefahr. Dijkstra und Triss? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was macht ein Triss hier? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Merigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. Was war das gerade, Freunde? Warte mal ganz kurz, ich glaube, es geht noch weiter. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Okay, keine Ahnung, was da gerade war. Mir ging kurz im Hintergrund etwas auf und blub blub, aber es geht, glaube ich, normal weiter. Kann sein, dass es gerade ein paar Sekunden schwarz oder so, keine Ahnung. Ich muss nachher schauen nach der Aufnahme. Kann natürlich jetzt übel sein, naja. Danke, du kannst aufatmen. Denk aber von jetzt an daran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Schön, du passt auf dich auf, ich auf meine Interessen. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Naja, ganz unrecht hat's ja nicht. Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache Freihaus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Markgraf Henkel hat mir alles gesagt. Was gesagt, spielt keine Rolle. Hä? Stehe ich jetzt nicht ganz? Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Oh, jetzt verstehe ich, was er meint. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben.
Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Hm. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Hübsche Formulierung. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Also es sieht ja nicht unbedingt so aus, aber es ist alles andere als dumm. Ja, wieder mal so eine Sache, wa? Also schätze mal, wenn ich das jetzt irgendwie wählen würde, dann wäre wohl bezüglich Beziehung mit Triss und Geralt alles im Arsch. Und ich würde wohl eher wieder mit Jen zusammenkommen. Anderes, wenn er das nehmen würde, wäre es wiederum offen und so. Ich habe auch schon gelesen, wenn ich die Beziehung mit, also von Geralt und Triss irgendwie eingehen würde, dass dann das mit Jen ziemlich übel endet, im Sinne von, dass sie uns ständig nerven würde. Das sind halt mal so Kommentare, die ich mal gelesen habe, aber das wirklich stimmt. Vergangenheit, bin ich jetzt nicht der Meinung. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Ich glaube, hier spielt es keine große Rolle. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Ja, alte Liebe rostet nicht, obwohl es momentan eher eine Bekanntschaft ist. Was macht sie jetzt hier? Frieden, Triss, naja. Und weg ist sie. Oh, so ein Pech. Gegen Mitternacht haben wir noch ein bisschen Zeit, wa, bis es soweit ist. Stellt sich jetzt die Frage in Waffenschärfen und so weiter, in Rüstung. Oder was anderes machen. Ja, ich irgendwie auch. Jetzt muss ich mal gucken. Inventar. Zum Beispiel muss ich sowieso noch gehen, um Silberschwert noch aufzurüsten. Den Rest, naja. 6 Kästchen. Altes Bärenfell, alter Schwede. Was kann ich das wohl zerlegen? Fragen über Fragen, Freunde, sollte man die Weltkarte checken, weil, wie gesagt, wegen. Was haben wir hier? Waffenschmied. Das ist ein normaler Waffenschmied. Ich hätte gerne einen, wo ich nachher die Waffen verbessern kann. Also verbessern im Sinne von, aufwerten wieder, wa? Das war anders, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist das Einzige, wir hatten das schon mal hier in der Nähe. Weil in der Nähe müsste ja auch einer sein. Ich gehe mal zurück zum Platz der Jachen.
und schau mich dort ein wenig um. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Der war nicht schlecht. Ja. Ein bisschen falsch ist es schon. Du, wo ich hier hingehe. Darüber. Dankeschön, Geralt. Der Regen riecht nach Pisse. Soll mir das irgendetwas sagen? Herumkriechen, aber sonst geht's noch, wa? Ja, ich bin fast richtig. So, schon besser. Hier müsste einer noch ein Schmied gewesen sein, oder was sogar hier war. Na, genau da um die Ecke. Ja, da war er vorhin schon. Hat jemand anderes gesucht? Verdammt, wo war denn der andere? Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Bitte was? Was kann ich für dich tun? Bis zum nächsten Mal. Was ist doch der war? Verdammt, da hat ihn noch jemand anderes gesehen. Ja, okay, jetzt kann ich natürlich theoretisch mal ganz kurz weg und zwar irgendwo, wo ich so einen Schleifstein finde. Natürlich aber den nicht mehr auswendig im Kopf. Das ist natürlich, ich glaube hier war einer, war. Okay, so hin und her switchen. Gut, wäre natürlich eine Variante. Eine Schnellreise haben wir hier direkt. Entschuldigung. Okay, dann gucken wir doch mal, war hier. Vielleicht eigentlich mal ein bisschen markieren, obwohl es relativ in der Nähe ist. Ja, ja, du mich auch. Lang lebe, Sitterer. Hier müsste Ding noch sein, wa? Die Tochter vom na, sag schon. Genau die. Natürlich nicht die, sondern die Tochter vom Baron. Die war ja auch hier oben. Was sieht's bloß so aus? Bin ich ein bisschen verwirrt. Nee, müsste das gleiche sein. Nö, Mann! Was sind das hier mit deinen Waren? Den haben wir auch schon mal. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Nö, heute nicht. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Das bezweifle ich noch ein bisschen. Wir kaufen gerne das hier. Ne, da haben wir noch genug. Okay. Reparieren das doch bitte. Zack. Yes, Mann. So, jetzt kann ich doch noch zerlegen, wenn ich schon mal hier bin, wa? Kosten eigentlich doch noch relativ viel. 300 und so weiter. Vielleicht die, wa? Das kostet auch so viel. Machen wir das hier, wa? Preis um 17. Und zwar nur eines, auch mal zum Testen, was denn also dabei rauskommt. Reines Glas. Naja, machen wir 5. Zum Gucken, ob's was bringt. Weil die Idee ist ja theoretisch, wenn ich alles mal zerlege, dann müsste ich nachher von allem eigentlich alle Zutaten haben, wa? Dann kann ich natürlich immer noch gucken, je nach Rüstung, je nach Schwert, wie auch immer, von welchem Gegenstand ich halt noch mehr zerlegen muss. Oder eben noch weniger. Monster Essenz. Die behalte ich mal noch.
Da machen wir zwei sogar. Zack. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, war. Und dann davon könnte man noch eins. Ja. Machen noch davon. Davon, zack, zack, zack. So. Dann davon noch einen. Noch davon noch einen. Dann schauen wir mal, was bei Gelegenheit, wie es genau aussieht. Und hast du jetzt zu viel haben, zu wenig, wie auch immer. Bis dann. Was sonst nur eigentlich relativ, würde ich sagen, fürs Level und so. Gut ausgerüstet. Nein, nicht zu dir, zu dir. Jetzt muss ich relativ schnell wieder zurück zum Punkt hier und dann, jo, geht's weiter. Hallo? Was ist näher? Was sagen das? Das Ruhmestor. Ich glaube, großartig speichern muss ich nicht, das macht es automatisch. Verbesserte Waffen. Rüstung wäre jetzt noch cool gewesen. Na, haben sie verpasst. Warte, wo war anders? Egal. Wird auch ohne gehen. Wäre natürlich auch geil, wenn ich die Waffen und Rüstung auch selbst verbessern könnte, sprich unterwegs. Wird sicher mal gehen, weil irgendein Item oder so, oder vielleicht sogar durch einen neuen Patch. Weil scheinbar soll das von wegen Patch 1.0 sein, wegen Inventar und so weiter. Soll es irgendwie so sein, dass es dann Truhen gibt, aber das sind halt irgendwie auf der Welt verstreut. Also nicht irgendwie selbst im Inventar hast eine Truhe dabei, sondern die musst du auf der Welt suchen gehen. Ganz schlecht, wa? So. Warte ich mal, wa? Es wird schon Abend. Darüber dann schlecht. Seht ihr das da rechts oben auf der Minimap? Der Höhenunterschied. Zack, in der Nähe, okay. Treffe ich gegen Mitternacht, da wisst ihr was, meditieren kurz. Dafür gibt's die Funktion, ja. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Der ist eh nicht schlecht, ey. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Oh. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Oh Mann. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Also, du meinst mir? Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Ja, versuchen wir unser Glück, Freunde. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Ja.
Als Gentleman ist es nie leicht. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Oh oh. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Ja, toll, Finger weg, ja, dann sind wir natürlich komplett im Arsch. Durchkämpfen, ja, toll. Aber seid's nicht jetzt da, sage Finger weg, was vielleicht Sympathiepunkte bei ihr bringen. Obwohl, kannst du natürlich auch nie wissen, heißt plötzlich wieder, ich hab dir gesagt, du musst mir nicht helfen, du musst mich selbst aufpassen. Hm. Freunde, wie es weitergeht, das im nächsten Part. Ich hab das Gefühl, dass je nachdem, wie sie Triss behandeln, muss ich den nächsten Part vielleicht wieder ab 18 machen und so, und deswegen, naja, werden sehen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.